Eine Alternative, wie man auch Polylinie verändern kann. Bisher haben wir ja das mit diesem Punkt, dann den Bogen konvertieren, könnte man hier auch machen. Ja. Aber es gibt auch eine andere Variante, die möchte ich hier vorführen, mit dem Befehl abrunden. Und noch ein Hinweis an der Stelle, man kann natürlich auch in Rechteck, das hat man euch vorhin gezeigt, ich zeige es nochmal ganz kurz, bereits mit Abrundung zeichnen. Ja, das sehen Sie hier. Abrundung Phase. Das heißt, Sie können schon hier die Phase, die Abrundung eingeben. Die gelten natürlich dann für alle vier Ecken gleich. Ja, die können natürlich dann individuell einstellen. Aber auch das geht im Prinzip. Wenn Sie, das ist hier eine Phase. Hier, wo ist eine Phase? Hier unten. Und das ist eine Abrundung. Ja, aber wie gesagt, wenn Sie es hier einstellen, dann gilt es natürlich für alle vier Ecken. Während mit der Methode, die ich jetzt zeige, dann können Sie das pro Ecke selber einstellen. Ich fange zunächst mit den Abrundungen an. Und muss kurz überlegen, ja, das muss man, da brauchen wir einen speziellen Objektfang, nämlich der Objektfang Zentrum. Ich mache hier mal Endpunkt aus, Endpunkt lasse ich mal an, Mittelpunkt das mache ich aus und gehe hier auf Zentrum. Endpunkt und Zentrum. Ansonsten habe ich nichts aktiviert, auch kein Raster. In dem Fall ist zwar noch da, und aber ich mache bewusst ohne Raster das Ganze jetzt, also ohne Rasterfang. Und möchte jetzt hier diese Ecke abrunden. Ich fange mal mit der an. Ich habe mich hier schön rangezoomt. Und den finde ich hier diesen Befehl. Wo ist er hin? Hier. Abrunden. Ja, mit dem können Sie quasi Ecken abrunden. Sie finden übrigens auch den Phasenbefehl gleich mit unten drunter. Wenn Sie auf diesen Pfeil gehen, dann haben Sie hier Abrunden, Phasen und hier noch Kurven verschmelzen. Also ich gehe erstmal auf Abrunden. Jetzt will er wissen, den Radius. Ja, den muss ich vorher erstmal eingeben. Abrunderradius, gehe ich hier drauf. Und jetzt kann ich den hier klicken am Bildschirm. Ja, ich fahre hier mit der Maus auf den äußeren Kreis, muss ich kurz den hier wegnehmen, und sehe dann hier den inneren Radius. Sehen Sie das hier? Den kann ich jetzt einfangen und dann hier auf den Endpunkt gehen. Dann habe ich quasi den Radius bestimmt. Ich zeige es nochmal vielleicht. Also ich habe hier eingestellt, Objektfang, Endpunkt und Zentrum. Ich habe auch wieder eine Vorkonstruktion. Das haben Sie normalerweise in der Praxis nie. Ja, das ist nur, um jetzt Zeit zu sparen, weil es wird mir jetzt einen Haufen Zeit vergeigt, mit Koordinaten einzugeben. Deswegen habe ich das Ganze nochmal vorgezeichnet. Sie sollen es nur nachzeichnen. Gehe also jetzt hier auf den Befehl Abrunden. Das ist dieser hier. Und jetzt muss ich zunächst einmal den Abrundungsradius einstellen. Ich klicke also hier auf Radius. Und jetzt kann ich den hier eingeben, wenn ich ihn wüsste. Ich habe keine Ahnung, wie er ist. Deswegen tue ich ihn klicken anhand meiner Vorkonstruktion. Deswegen fahre ich jetzt hier auf mit der Maus einfach nur so drauf. Dann erscheinen hier zwei Kreuze. Ja. Das ist im Prinzip hier der Mittelpunkt, das Zentrum von diesem Kreis. Das muss ich abschätzen. Was das hier ist, weiß ich ehrlich gesagt nie, wo das jetzt hier herkommt. Das könnte, weiß ich nie. Ja. Also gehe ich jetzt hier, klicke dann jetzt hier auf diesen Punkt und fahre hier den Endpunkt an. Damit bestimme ich quasi den Radius von dem Kreis. So, wenn ich das gemacht habe, brauche ich bloß noch die Ecken anklicken. Und wenn ich nichts verkehrt gemacht habe, dann sollte die Abrundung. Da war es doch zu groß. Sehen Sie das? War es vielleicht doch der andere Punkt. Okay. Also gehe ich nochmal zurück. Gehe jetzt nochmal auf Radius. Und klicke den nochmal. Es war doch dieser hier. Und versuche es jetzt nochmal. Genau, jetzt haut es hin. So, und fertig. Probieren Sie mal jetzt diese Ecke. Ich wiederhole es nochmal. Ich gehe also nochmal auf die Leertaste, wiederhole den Befehl abrunden, gehe auf Radius, dann fahre ich hier auf diesen Kreis. Jetzt erscheint mir hier dieser Punkt und klicke diesen Punkt an. Damit habe ich den Radius bestimmt und jetzt nur noch die Ecken anklicken. Einmal und zweimal und fertig. Hier drüben ist der Radius gleich, da brauche ich den Radius nicht extra mal eingeben, da genügt es, die Ecken anzuklicken. Probieren Sie es mal aus. Danach kommen wir zum Phasen. Wobei, ich zeige das Phasen gleich mal. Da können Sie es. Schauen Sie mal kurz zu, wie es mit den Phasen geht. Ich zeige es nochmal gleich. Da können die anderen dann weitermachen. Theoretisch sieht man hier den Abstand. Das ist genau eine Kästcheneinheit. Und ich könnte ihn eigentlich eingeben. Ich einfach gucke, wie groß ist das Raster? 50. Also wäre der Phasenabstand hier 50. Ja. Aber ich möchte das einfach klicken. Im Anschluss hätte ich jetzt hier kein Raster. Also gehe ich jetzt hier auf den Befehl Phasen, wo ist er jetzt? Hier unten drunter, also Phase. Jetzt muss ich einen Abstand eingeben. Den klicke ich jetzt einfach von hier nach hier. Der zweite Abstand ist identisch.
Ich könnte jetzt noch einen unterschiedlichen eingeben, aber der ist okay, der ist gleich, deswegen gehe ich auf OK. Und dann brauche ich bloß noch hier die Ecken abklicken und fertig. Abstand gehe ich da. Ich mache es nochmal hier unten bei der Phase. Wo ist nochmal eine? Hier. Ah, die ist gleich. Ich habe irgendeine große. Hier ist eine große. Die ist ein bisschen anders. Ich wiederhole nochmal den Befehl Abstand, Phase. Jetzt gehe ich hier auf Abstand und klicke jetzt einfach nur den Abstand hier. Das ist mein Phasenabstand von hier nach hier. Er fragt nach einem zweiten Phasenabstand. Das wäre dann interessant, wenn der unterschiedlich wäre. In dem Fall ist er gleich. Und er bietet mir einfach den Wert, den ich gerade eingegeben habe, hier an. Wenn ich einfach die Enter-Taste klicke, dann wird er übernommen. Ansonsten könnte ich jetzt hier nochmal einen anderen Wert eingeben. Entweder eingeben oder klicken. Ich gehe auf Enter, bestätige den. Damit sind beide Phasenabstände gleich. Und jetzt brauche ich bloß noch die Ecke angeben, die ich quasi phasen möchte. Und fertig. Ja. Probieren Sie mal aus und machen Sie mal das Auto fertig. Da sind ein paar Sachen zum Phasenabrunden dabei.